Hey Leute, es geht weiter mit Rise of the Tomb Raider. Oh, das Spiel macht ja süchtig. Und wir können jetzt hier unsere Pfeile wieder ranjonnern. Oh, hatte ich schon. Können wir die nicht? Können wir nicht? Nee, ich glaube, ich muss es immer da im Sprung machen. Dann bauen wir jetzt hier ein Stückchen mehr hin. Damit wir da dann wahrscheinlich hin können. Ui. Oh, und jetzt wollen wir hier hin oder wo wollen wir hin? Tatsächlich. Das ist ja lustig. Komme ich jetzt da so hin oder? Yeah. Voll Action hier. Ah. Ganz in Ruhe nochmal was angucken. Ein Elfenbeinstoßzahn mit Feinschnitzereien. Das Muster ist recht ungewöhnlich. Ja, ganz genau, ganz genau. Den Elfenbein-Schnitzkram. Guck mal rein, genau, guck mal rein. Na komm. Aber sie sagte ja, die Schnitzerei. Haben wir da irgendwas verpasst? Oh, ich guck's mir doch schon ganz genau an. Die Schnitzerei, vielleicht von oben mehr die Schnitzerei? So vielleicht? Ich drehe das ja immer ziemlich. So ist die Normalansicht. So ganz nah. Voll ruhig hier jetzt gerade, so mitten im Action-Kram. Will sie das hier unten sehen? Was will sie denn? Ich habe letztens, habe ich noch gesagt, es gibt so ein weniger Sachen mit Suchfunktionen in letzter Zeit hier an Gegenständen. Hallo. So, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe es doch schon gedreht. Ganz langsam, damit sie sich das auch wirklich angucken kann. Hm? Da, da, komm. Sag es. Sag es uns. Ich habe keine Ahnung. Dreh dich rum, didelidelum, dreh dich rum, Elfenbeinschnitzerei, lalala, voll wichtig. Ich habe keine Ahnung, es geht nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht, was sie will. Nein! Oh, die hat ja noch so laut gemacht. Das ist ja eklig. Oh, ich sterbe echt ein bisschen viel im Moment, ne? Weil ich so, weil es mir so egal ist, so mäßig. Ich hoffe, das stört euch nicht. Also mir ist das irgendwie nicht so wichtig. Oder kannst du hier einfach hoch? Schaffst du das nicht? Okay. Muss ich dann noch einen Pfeil in die Seite machen oder was? Vielleicht einfach ein bisschen höher machen diesmal. Dann schafft sie den nicht. Ist ja auch blöd. Kann doch nicht sein. Dann mach den doch hier hin. Und dann springst du da ran, genau. Das schaffst du ja jetzt wohl. Jetzt habe ich es dir schon ordentlich einfach gemacht. So. Was wollt ihr jetzt von mir? Das wollt ihr von mir. Und hoch geht's wieder mal.
was die sich traut. Aber es sieht so cool aus. So Mission Impossible mäßig. Pfeilklettern. Schießen Sie Kletterpfeile in weiche Holzoberflächen, um neue Orte zu erreichen. Halten Sie RT gedrückt, bis der Schuss voll aufgeladen ist. Aha. Ist er. Schaffe ich das? Ja. So, jetzt bin ich hier. Will ich da hin oder kann man auch noch irgendwo anders hin? Von wegen neue Orte und so. Dass man hier nichts übersieht. Konnte man auch da oben hin? Nee, ich hoffe nicht. Ja, dankeschön. Moment mal. Ja, gut. Hui! Und es wird wieder gespeichert. Was ist da? War hier noch was? Ich weiß es nicht. Oh, krass, wie die hier rumballern. Kann ich was hinschießen? Warum konnte ich da jetzt einen Pfeil hinschießen? Nee, das geht nicht. Nee, das geht auch nicht. Oh. Wo soll ich denn hin? Es sieht aber auch so aus, als ob man da oben gar nicht hin kann. Aber ich soll doch da hin, oder nicht? Dieses Tor, das geht doch nicht auf. Ich soll doch da ranklettern, oder nicht? So, nu? Die Wand ist ja noch ein bisschen höher. Man kann halt immer nicht... Man kann halt nie hinter sich sozusagen schießen. Das ist das Problem. Wenn ich das hier mache, dann geht das schon wieder nicht. Macht doch keinen Sinn. Kannst du dich da festhalten? Vielleicht ohne Kletterpfeile? Nee. Was wollt ihr da? Also hier komme ich auch nicht weiter. Ich glaube, ich muss es mal ein bisschen dahin setzen. Ach, sie kann jetzt doch... Hä? Ach, das geht jetzt. Okay. Genau, dann ebenso. Gut, dass wir den Haken haben. Sie konnte jetzt doch gerade zwei Pfeile machen. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt mit dieser neuen Fähigkeit, die wir haben. Weil das ging ja vorher nicht. Geh nach oben. Ah, alles klar. Gibt hier noch was? Und ein weiteres Lager. Sehr schön. Na, da sind wir ja zufrieden. Geschafft. Beschädigter Turm sind wir jetzt. Ich mach mal direkt weiter. Wir verlieren keine Zeit. Erreichen Sie die Spitze des Turms. Oh, krass. Oh, die Steine fallen hinten. Nein, nein! Die Steine fallen runter. Oh Gott! Ah.
Arme Lara. Dann wollen wir mal weiter rücken. Oh oh. Geschafft. Aber die Typen hier, die sind ja auch keine schlechten Kletterer. Schaffen wir. Wir schaffen das. Mein Gott. Oh mein Gott. Boah, ich glaube, so viel Action hat es noch nie gegeben. Nein, 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 nein. Oh Gott. Um Himmels Willen. Von hier aus zu helfen. Danke, Sophia. Ich kann damit jede Hilfe machen. Die göttliche Quelle kämpft sich durch die Kammer der Seelen durch. Oh Gott. Scheiße. Komm, heil dich mal. Heil dich. Oh, ich kann mich nicht heilen. Kacke. Hey. Ich kann mich leider nicht heilen. Ich habe keine Ressourcen mehr. Das ist richtig blöd. Ich habe auch kaum Muni mehr. Kann maschinengewehrmäßig gerade nicht viel machen, glaube ich. Ja. Bis die dann mal so weit ist. Wie wäre es mal mit einem. Mit einem Giftpfeil, komm. Ja. Nice. Immerhin eine Möglichkeit. Warte, der hat ja noch was. Kann ich nichts mehr herstellen?
müssen wir gleich anders vorgehen. Okay, davon habe ich noch welche. Das ist gut. Das ist gut. Sammeln, sammeln, sammeln. Oh, was sollen wir denn hier mit den Handys? Okay. Ja, ich muss mir eben mal die Zeit hier nehmen, alles einzusammeln, weil ich habe ja nichts mehr. Ecke hier. Ist gar nicht mal so schlecht. Wo werfen die denn immer ihre Granaten hin? Und ja, nimm mal die Pulsen mit, was nicht geht. Sophia, fantastischer Schuss. Ja, ich sag gerade nicht mehr so viel, weil ich mich hier die ganze Zeit voll konzentriere, dass es hier irgendwie möglichst reibungslos geht und ich möglichst wenig Schaden natürlich nehme. Weil ich ja auch keine Lust habe, die ganze Zeit zu sterben. Und ich finde, das habe ich eigentlich relativ gut gemacht. Vor allem, was ich sehr gut finde, kannst du mal das Handy wegwerfen, dass
Das bricht hier alles zusammen. Kein Zurück mehr. Hinter diesem Punkt gibt es keine Basislager mehr. Danach sind schnelle Reise- und Spiel-Upgrades nicht mehr möglich, bis die Story-Kampagne abgeschlossen wurde. Oh. Oh. Das ist krass. Ja, das ist gut für den Hinweis. Dann werden wir uns natürlich noch um die anderen Sachen kümmern, in den nächsten Parts vor allem. Denn das wollte ich ja mit euch noch machen. Habe ich ganz vergessen, es war im letzten Teil auch so. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Ein gezogener Lauf ermöglicht einen sauberen, präziseren Schuss und erhöhten Schaden. Ja, komm. Immer her damit. Verbesserte Auswerfer oder erweitertes Magazin, machen wir auch. Dann ist die Mondschatten richtig gut mal wieder. Die nehmen wir dann zwischendurch, wenn die anderen Waffen nicht da nichts mehr haben, ist das gut. Letzter Abgrund sind wir. Oha, jetzt geht's um die Wurst hier. Ich mache den Kämpfer auch nochmal besser. Lautlose Landung nach Sprüngen und Stößen ist immer leise und verursacht keine für Feinde hörbaren Geräusche. Ist natürlich auch schön. Feldsanitäter, verbinden Sie Wunden schneller. Effekt verstärkt sich mit der schneller Heil. Ja, das mache ich mal. Das finde ich gar nicht mal schlecht. Und damit haben wir gar keinen Fähigkeitspunkt mehr. Ach, schade. Aber wir werden per Schnellreise an Orte gehen, an denen ich noch was erledigen muss. Da wird noch einiges kommen jetzt. Bis es hier weitergeht, werde ich eine kurze Pause machen. Ich finde es zwar schade, weil es mega spannend ist, aber wie soll ich das machen, wenn das Spiel dann zu Ende ist, ne? Von daher, oder? Geht das dann noch? Ich weiß es gar nicht. Weiß ich gar nicht. Kann man nach diesem Punkt und wenn man dann das Ende des Spiels erreicht hat und die Credits durchlaufen und so, können wir dann noch schön überall wohin? Oder ist das dann nicht mehr möglich und es geht nur jetzt? Ich weiß es nicht. Muss ich mich mal erkundigen. Leute, wir sehen uns auf jeden Fall so oder so im nächsten Part von Rise of the Tomb Raider. Danke fürs Zuschauen und bis dann.